Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VI. Wir sammeln hier gerade Geld. Ganz viel Geld. Nein, eigentlich nur 500. Ich sag, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich sammeln soll. Weil ich bräuchte noch ein paar Phönixfedern. Aber jetzt wird erstmal gekämpft. Wird wohl ein bisschen gekämpft, Musenduden. So. Mehr Gegner hätte ich gerne. So ist gut. Kämpfen! Tod! Okay, das tötet die zum Glück. Direkt. Und da bei denen müsste ein normaler Angriff ausreichen. Bam. Oh, hi! Wow! Warte, warte, warte! Ich hab was für dich! Hier! Nimm das! Trockenes Fleisch! What the fuck? Okay. Was zum. Ihr seid seltsam. Ich bin Fuli und er Hafti. Und du Hafti, du Fuli. Rigard will mehr essen. Nichts da. Du gehen, für mich mehr holen. Du bist ein Vielfraß. Und du Angst vor mir. Du wollen kämpfen. Ich dich nicht verletzen. Hör auf, mich so anzustarren. What the fuck? Springen sie drum rum. Keuchschnaub, du bist echt zäh. Uaha. Du das lustig, du stark. Ich Tarzan, du Jane. Ich gerne tanzen. Du gut führen. Klappe. Beruhigt euch, Sirs. 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 Und ihr, oh wilder Kerl, wer mögt ihr sein? Ihr? Ihr, ihr! Ihr, ihr! Ihr, ihr! Ihr, du böse? Fuli! Du böse? Ich? Was? Fuli! Du böse? Ich? Fuli! Ach komm, ich hab keinen Bock darauf. Weißt du, seine Familie wurde. Rigard verstehen, leid tun. Nicht böse, mein Uga Uga. Seht, ihr könnt doch nicht ständig herumtanzen. Rigard, ich denke, wir kommen gut miteinander aus. Er hat gar nicht seinen Namen gesagt, oder? Doch, ich glaube schon. Warum kommst du nicht mit? Ah, ich kann ich euch schenken. Rigard gibt Fuli und Hafti schönes Geschenk für Essen. Was für ein Müll wird er uns wohl andrehen? What the fuck? Schatz, glänzend, glänzend. Ach, Rigard, Schatz. Ich dachte, das wäre so Antrieb. Glänzend, glänzend. Tatsächlich so glänzend? Mag Mr. Ear glänzende Dinge? Was? Mr. Ear ist der da, da drüben. Etwas Glänzendes? Da wird Kottl aber staunen, wenn wir ihm davon erzählen, nicht? Wer Kottl? Böser Mann? Vielleicht erstehlen meinen Schatz? Kottl, also er ist. Hör zu, wenn jemand mit dir spricht. Ich glaube, er will uns etwas mitteilen. Ach, in Ordnung. Mach weiter. Hier, hier. Glänzendes Ding. Afti. Doch, wo du Essen kaufen. Heißen Moblitz. Ja, das weiß ich auch. Fuli. Stelle, wo du stehen. Fluss brachte dich dahin. Jetzt gehen wir zum Sichelberg. Glänzendes Ding. Gehen wir doch einfach mit ihm zu diesem Sichelberg. Warum nicht? Hafti bleibt alleine. Puh! Warum nehmen wir ihn überhaupt mit? Und Gregor moonwalkt. Okay. Mr. Ear, Beeilung! Wir gehen los! Hey, ich sagte, ich bin nicht Mr. Ear. Und die Musik hat sich schon wieder geändert. What the fuck ist das denn? Tavernenmusik. Kappa! So werden Rigards Fähigkeiten genutzt. Erstens, wähle verfolgen
Ein Befehl, der nur hier auf dem Feld erscheint. What the fuck, Alter? Kämpfe so lange weiter, bis Regard wieder erscheint. Er wird die Angriffe der Gegner gelernt haben, die du ihn verfolgen lassen hast. Wow! Wow! Wähle den Befehl Wüten und du kannst die gelernten Angriffe benutzen. Und nun setze deine Reise bitte fort. Und Kappa ist hingefallen. Das Spiel ist so... So viel, what the fuck, Alter. Geht ja gar nicht. Oh Mann. Also Regard ist jetzt bei uns. Ja. Hi Regard. Ich kann dich doch bestimmt ausrüsten, oder? Kann ich, ja. Hier kriegst du einen Eisenhelm von mir. So, sonst habe ich nichts für dich. Ach, ich habe die doch gar nicht ausgerüstet. So. Oh. Okay. Cool. Kann ich dir irgendwelche Relikte geben? Außer Weitsicht. Ja, komm, passt schon. Ich muss immer noch Geld sammeln, ne? Und zum Sichelberg muss ich noch. Oh Gott, wo ist denn dieser scheiß Sichelberg? Regard verfolgen. Ja, mach mal. Ach ja. Er verfolgt... Was? Er hat ihn verfolgt. Cool. Und jetzt muss ich nicht mehr kämpfen, oder was? Da ist eine Höhle. In eine Höhle, wo keine Musik spielt. Könnte echt ein bisschen Musik sein. Und hier geht's wieder raus. Ah, das sieht aus wie damals, als ich auf dieses Floß springen sollte. Aber es ist es hier nicht, oder? Nein. Dann wäre das hier auch das Versteck der Löwen. Macht wenig Sinn. Ich weiß. Was ist das für eine Höhle? Ich kann nichts machen. Deswegen spielt hier auch wahrscheinlich keine Musik. Ich muss hier bestimmt später hin. Einfach so ist sie doch eh nicht. Ich guck mal ein bisschen um. Hier ist nichts, aber ein Kampf. Also, Regard ist jetzt weg. Weil nur weil ich Verfolgen gemacht. Ich verstehe gar nichts mehr, um ehrlich zu sein. Ich soll jetzt also weiterkämpfen, bis er wieder auftaucht. Oder wie habe ich das verstanden? Ich habe doch keine Ahnung. Oh, die geben jetzt schön viel Geld. So. Gehen wir mal auf die andere Seite. Meh. Wiesel! Süß. Bäm. Sogar in einer Runde alle ausgeschaltet wegen einem Zurückschlagen. Finde ich gut. Fetter Mönch. Wirft mich mit dem Schraubenschlüssel ab. Warum auch immer ein fetter Mönch einen Schraubenschlüssel hat. Und da ist er wieder. Wow. Gut, dass ich mehr mitgenommen habe von dem trockenen Fleisch. Sonst wäre ich jetzt aufgeschmissen. Hier, bitteschön. Wow, hau. Ich, Regard. Ich, euer Freund. Ich, euch begleiten. Achso. Ich brauche ihm gar kein trockenes Fleisch mehr geben. Also ist er jetzt wieder bei uns. Ja. Okay. Okay, jetzt kann ich wütend machen, um die Attacken von diesem Gelernten zu benutzen, oder wie? Versuchen wir gleich mal. Was machen Necktech-Rüstungen denn hier? What the fuck? Wüten! Na, ach so! Boah! Ach, der kann einfach von so gewissen Viechern die Attacken benutzen. Das ist ja cool. Aber wo ist dieser Sichelberg? Ich habe noch nicht genug Geld. Sichelberg ist bestimmt woanders. Wüten. Nimm mal von MechTech-Rüstung. Tech-Laser. Du kannst jetzt einen Laser feuern. Genau. Ja, genau. Und was auch immer das jetzt gemacht hat. Er leuchtet nämlich.
jetzt stirb! Ich konnte nichts mehr machen. Also hätte irgendwas von alleine gemacht dann danach. Wäre wahrscheinlich abgehauen oder so. So viele Monster. Killerkatze sollte das wahrscheinlich da stehen, aber da steht nur Illerkatz. Wüten, nimmer Schläger, genau. Da. Ach da, und dann haut er die einfach mit Schläger und kriegt dann Berserker. Das finde ich cool. Der kriegt also, je nachdem, was er für Attacken benutzt, gewisse Statusveränderungen. Kann bestimmt auch zu meinem Nachteil geschehen. Kann ich mir gut vorstellen. Ich gehe jetzt erstmal nach Moblitz. Wüten, nimm MLR-Ratte. Was auch immer das ist. Jetzt hat er irgendwas anderes gekriegt. Hey. Ich muss da noch ein bisschen hinterblicken. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz cool, so. Was der Rigat kann. Kommt der hier mitten in die Stadt? Tatsache. Hm. Ich habe jetzt genug Geld, ne? Ja, ich habe genug Geld. Ich gehe mir eine Phönixfeder kaufen. So. Und jetzt gehe ich einen Brief schreiben für diese Miranda. Das war doch hier, oder? Ja. Brief aufgeben. Zu euren Diensten. Ich verstehe Dinge in aller Welt. Ich versende. Das ist, warum ich verstehen gelesen. Geh da weg. Danke. Und jetzt? Ist jetzt nett zu mir. Hoffentlich wird's besser. Ich will Lola sehen. Na, okay. Hat bestimmt irgendeinen Einfluss. Ich geh mal hier oben hin. Die war ich noch nicht. Was auch immer das für ein Laden ist. Relikte. Ach, hier kann man Relikte kaufen. Sie meinen Stiefel und weißes Cape. Weißes Cape habe ich aber. Das hat aber Mumu angelegt. Und sie meinen Stiefel habe ich zum Glück. Da ist eine Tür. Kann ich da drin schlafen? Ja, kann ich. Also muss ich gar nicht das Inn benutzen. Cool. Muss ich kein Geld ausgeben. Supidupi. Dann weiß ich ja, wo ich hinkommen muss. Doan und Katrin sind 16 und verliebt. Ach, die da oben wahrscheinlich. Ja. Und gucken sich nur verliebt in die Augen. No homo. Ich will da rechts da. Ah, kann ich sogar. In der Schlangengrube sind starke Strömungen. Schon gehört? Nein. Eigentlich nicht. Nein! Was macht er? What the? Was passiert jetzt? Er zeigt mir jetzt wahrscheinlich, wo die Schlangengrube ist, kann das sein? Aber ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ja. Der Strom würde einen direkt nach... Ach so, das war so ein Strom einfach nur, den er gezeigt hat. Würde direkt nach Nikea... Nikea? So ein Mix aus Nivea und Ikea. Leider wurde unser Unterwasseratemgerät gestohlen. Also ich kann den benutzen irgendwann, um nach Nikea zu kommen. Gut zu wissen. Nur leider bringt mir das jetzt noch nichts. Die Steuerung ist für manchmal so schwammig. Wahrscheinlich, weil ich die 7-Meilen-Stiefel anhabe. Jetzt müssen wir den scheiß Sichelberg suchen. Geister, Geister, Weißbrot. Falltür, was ist das? Was macht er da? Oh Gott. Ach! Das war so eine direkt K.O.-Attacke. Okay. Trifft natürlich nicht immer. So, jetzt muss ich den scheiß Sichelberg suchen. Ist das Eingang? Nein, da war glaube ich keiner. Flüsterer. Erstmal alles ausprobieren. Ey, der kann Demi machen. Cool. Nur. Okay, es hat nichts abgezogen. Und ich flie. Er fliegt! Rigat fliegt! Er kann fliegen. Cool. The fuck? Warum kann Rigat fliegen?
macht Regat jetzt? Jetzt macht er weiter. Ach, der macht eine Sache und dann immer wieder. Ach so. So weiß ich wenigstens schon mal, dass die Bomben 160 Leben haben, weil Demi immer nur die Hälfte abzieht. Hm. Wir suchen weiterhin diese Sichelinsel. Ich frag mich nur, wo die sein könnte. Killerkatze. Ach, das ist einfach nur so ein Angreifen. Okay. Solange die das tötet, ist mir das egal. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Attacke! Yeah. Schön viel Geld sammeln. Hier oben kann ich aber auch nichts mehr machen. Hä? Wo muss ich hin? What the fuck? Und Regard fliegt immer noch. Mach Nashorn. Megapult. What the fuck? Alter. Cool. Das ist ein komisches Wesen, ey. Müssen wir wohl hier unten gucken. Irgendwo muss es doch einen Weg innen geben. Hier unten war aber nichts. Ich verstehe es doch nicht. Doch, so viel mehr Monster muss er wahrscheinlich noch alle befolgen. So. Wenn er in anderen Gebieten ist. Giftstachel. Ach, das hat er die einfach nur vergiftet. Hm. Ne, jetzt hat er nur nochmal angegriffen. Hä? Egal. Scheiß drauf. Hat irgendjemand Level erreicht? Ich glaube nicht. Also hat das doch irgendwas mit dieser Höhle auf sich, oder? Ich gehe eben gucken. Bom, bom. Die kann ich auch so besiegen. Bam. Warum auch immer ich hier keine Erfahrung kriege. Sichelberg, das sieht mir doch aus wie ein Sichel. Also muss ich hier irgendwas machen. Ach, ich war hier noch nicht mit Rigard drin. Vollidiot, ey. Ich bin so blöd. Gott. Gott, 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 bin ich blöde. Was ist los hier? Fuli, dieses glänzende Ding muss hier sein. Hm, Sir Rigard, wo genau ist es denn? Rigard, vergessen. Hm, natürlich. Sehen wir uns mal um. Genau. Umsehen, umsehen, umsehen. Aber bevor wir uns umsehen, werde ich mich umsehen. Umsehen, umsehen in meinem Menü. Denn ich werde speichern und wir sehen uns in... Wir suchen nach dem Schatz in der nächsten Folge. Oh, oh Gott. Bis dahin. Haut rein, Leute.